Hey Dudes, was geht ab? Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Tottenham Hotspurs. Und wir spielen heute gegen Lyon, Olympique Lyon. Was ist das? Europa League, genau. Dabo ist gesperrt, okay. Und an dieser Stelle muss ich mal hier kurz aus dem Fenster rausklicken. Zack. Wollte ich ja noch welche grüßen. Also, das hatte ich in der Folge 38 gesagt. Folge 39 hatte ich bereits aufgenommen. Also danach. Aber halt, da war die Folge 38 noch nicht online. Und deswegen, ja, kam es eben so, dass in der Folge 39 noch keiner gegrüßt wurde. Oh mein Gott. Ja, und ich weiß nicht, ob der gute Slime-Bild das nicht ganz mitbekommen hat oder weiß ich nicht, warum man da gleich so komisch reagieren muss. Du grüßt ja gar nicht, wenn du das sagst. De-Abo. Ja. ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Also, es tut mir leid, dass ich dich noch nicht sofort gegrüßt habe. Aber wenn du schon so reagierst, dann weiß ich nicht, dann ist mir das Schnuppe. Also, so ein kindisches Verhalten brauche ich hier nicht. Ich biete das ja gerne an, dass ich euch gerne grüßen möchte. Das ist ja nicht einfach, weil ich denke, hier, ich bin der Mr. Oberfame, jetzt muss ich hier, müssen jetzt alle von mir einen Kniefall machen, weil ich sie dann grüße oder was auch immer, keine Ahnung, so ein Blödsinn irgendwie. Kein Plan. Mr. Oberfame mit 50 Views am Tag. Oh, fuck you. Nicht mal ein Sweaty-Go krieg ich hin. Ja, deswegen, ich fand es ein bisschen wunderbar, herrlich, lustig, das so zu lesen. Ja, dann eben De-Abo, musst mir ja nicht zuschauen. Also, ich zwinge keinen, hier zuzusehen. Und, dann ist es eben so. Auf Wiedersehen. Nummer, noch einer weg. Macht ja eigentlich nichts. So viele schauen ja nicht. Das heißt, ich bin froh über die Leute, die zuschauen. Und die es auch gerne schauen. Ich freue mich, dass es euch gefällt, wenn es euch gefällt. Und ja, wie auch immer. Jetzt wollte ich noch jemanden grüßen, nämlich den Superpro 543. Da ich sehr viele Grüße habe, werde ich wohl es nicht schaffen, in jeder Folge immer alles komplett abzuarbeiten. Das heißt, es kann eben ein paar Folgen dauern, bis ihr dann dran seid. Aber seid nicht traurig, wenn es nicht sofort passiert. Ihr müsst ja nicht wie dieses Mr. Slime-Bild sein, mich gleich deabonnieren. Ich habe gesagt, ich werde euch grüßen und das werde ich dann auch. Wenn ich das eben wirklich vernommen habe und das nicht irgendwie verplant habe. Falls ich das verplant haben sollte, nach ein paar Folgen euch gegrüßt zu haben, dann tut es mir leid und sprecht mich doch einfach nochmal drauf an. Aber halt nicht so eine Art. Savanya. Ah, da kam er gerade. Also, Superpro, ich sollte dich grüßen und ich sollte sagen, dass du immer auf der Seite von Manchester City stehen wirst. Ja, das ist interessant, wenn du das so meinst. Jawohl. Gareth Bale, ich dachte, ich schieße den daneben. Ich dachte wirklich, ich schieße den daneben. Oh, Mann. Ja, Superpro, schön, dass du auf der Seite von Manchester United, sorry, oh mein Gott, da habe ich mich vertan. Eieieiei, wirklich sorry. Manchester United habe ich hier stehen, Manchester United. Ich habe nur kurz hingeguckt, Manchester, dachte Manchester City, sorry dafür nicht, bitte sofort durchdrehen. Ich denke mal, das wird auf jeden Fall ein Fauxpas sein, wenn man das zu einem Fan von Manchester United sagt, dass er immer auf der Seite des Stadtrivalen steht. Ich denke, das ist nicht so schön. Sorry dafür, das habe ich nicht so gemeint. Ja, auf jeden Fall. Wollte ich auf jeden Fall dich grüßen. Oh, verdammt. Ich bin hochgesprungen, aber der ist so ein Stückchen höher gesprungen und ich bin einfach zu früh gesprungen. Gucken wir uns das nochmal an. Was war der Fehler? Ja, also wir sind relativ gleich hochgesprungen, aber er konnte sich besser in der Luft halten. 1:1, schön ausgeglichen hier, Lyon. Lyon. Lyon, Lyon, Lyon.
Was möchtest du eigentlich damit sagen? Also, dass du immer auf der Seite von... Oh, harter Schuss mit links. Der ist noch drin. Der ist noch... Leck mich doch fett. Ich bin ganz perplex, wie er den da... Alter Schwede. Eieieiei. 1:1, 23 Minuten. Europa League. Wir müssen dabei bleiben. Was möchtest du uns damit sagen? Also, dass du immer auf der Seite von, ich guck nochmal nach, Manchester United sein wirst. Also bist du ein super ergebener Fan sozusagen, ja? Ah, der kam am Ende doch dann zu weit. Warum, weiß ich nicht. Also schreib es einfach gerne in die Kommentare, was du mit meinst. Das würde ich gerne mal hören. Das klingt interessant. Ich werde immer auf der Seite von Manchester United sein. Ist das sowas wie ein Leben lang Grün-Weiß, Werder Bremen? Ich habe keine Ahnung. Uiuiuiui. Kopfballstark sind die Jungs. Ich habe Angst, dass wir jetzt hier schon bald rausfliegen gegen Lyon. Also wenn das irgendwie sowas bedeutet, schreibst du einfach in die Kommentare oder schreib einfach allgemein, was du damit meinst. Würde mich echt interessieren. Und an dieser Stelle wollte ich vielleicht nochmal ein anderes Thema. Euch ein anderes Thema vorschlagen. Und zwar, ich bin ja kein so mega krass alle Leute YouTube-Schauer, ja? Oh. Also, ich habe ein paar YouTuber, die ich so schaue. Und ich war einfach gespannt, ob man schon irgendwas zu FIFA 14 findet auf YouTube. Und ja. Sehr schöner Kopfball. Da ist das Ding. Super gemacht. Sehr schön. Spitze, Spitzengerät. Und ja, da habe ich halt gegoogelt, geyoutubed. Müsste eigentlich googeln sagen, weil es ja auch zu Google gehört, dieses YouTube-Suchen. Ich habe einfach auf YouTube gesucht nach FIFA 14 und habe Hamburger Youngster geguckt. Die haben Access All Areas, hätte ich fast gesagt, Hands on FIFA. Und... die haben da so ein bisschen was gemacht. Ich habe mich nicht wirklich dafür interessiert, weil die Qualität ein bisschen komisch war. Ich habe mir das angesehen, dass sie ein paar... Ja, ich achte auf die Qualität. Das ist mir schon ein bisschen wichtig. Das hat mir irgendwie nicht so gefallen mit der Handkamera. Wahrscheinlich würde ich es auch nicht selbst besser hinkriegen. Auf jeden Fall habe ich mir das angesehen, was sie dann da gemacht hatten. Dass sie da beschrieben haben, was es für neue Schüsse gibt. Und da war der Knuckleshot, der Knuckleshot ist, glaube ich, der Knöchelschuss, denke ich mal. Und von Cristiano Ronaldo, dass der sich so absenkt. So danach wurde er, glaube ich, also durch Ronaldo wurde er, glaube ich, so populär gemacht. Wahrscheinlich gab es den definitiv auch vorher schon. Ja, sowas habe ich da halt gesehen. Hab mir den Kanal noch ein bisschen genauer angeschaut. Gefährlich abgefälscht. Dembélé. Ja, ich habe mir den Kanal so angeschaut und dann war da so ein Video. Irgendwas mit Update. Was ist jetzt mit dem Kanal los? Da so, was? 30.000 Abonnenten haben die und da ist irgendwas mit dem Kanal kaputt oder so. Und, okay, schau es an. Hab das Ganze nicht so kapiert und weil es hier hieß Update, habe ich nochmal geguckt. Ist da noch was anderes? Gibt es da noch ein anderes Video, das um den Kanal geht? Und dann habe ich mir das angesehen und gefunden. Das war irgendwie zwei Wochen davor oder so. Und das ist eine ganz komische Geschichte. Ich weiß nicht, ob ihr die Hamburger Youngster verfolgt. Was ich ein bisschen merkwürdig finde. Also ich erzähle sie euch einfach mal so, wie ich das jetzt gerade im Kopf habe. Es kann sein, dass ich da falsch liege. Dann tut es mir leid. Bevor ich das erzähle, mache ich weiter. Ich grüße Silvio Siegmeier, der uns gut auf Facebook immer verfolgt. Und ja, du wurdest gesehen.
Ich habe deine Nachricht da gekriegt. Du schreibst auch immer oft was dazu. Finde ich sehr schön. Und ja, deswegen möchte ich dich jetzt einfach hier mal grüßen. Einfach aus dem Grund, du hast es gefragt und du bist ein guter Kommentator auch auf Facebook. Da könnt ihr uns gerne natürlich auch verfolgen. Ich drücke mal jetzt hier fertig. Eine Sekunde. Ich muss ganz kurz mal Pause machen. Weil ich habe hier eine Nachricht gekriegt, die gerade wichtig ist. So. Es ist mitten in der Nacht, aber ja, ich habe gerade eine Nachricht gekriegt. Und ja gut, machen wir weiter. Auf jeden Fall, Silvio klingt italienisch, der Vorname Silvio. Siegmeier aber eher deutsch. Vielleicht aus der Schweiz oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall grüße ich dich. Kannst ja vielleicht auch gerne in die Kommentare schreiben, wo du hier bist. Würde mich natürlich auch freuen. Ich habe immer irgendwas, was mich interessiert an meinen Abonnenten. Also meistens. Was für Drogen nehmt ihr? wenn ja, welche? Wo nimm weniger oder wo kriege ich das auch her? Ah, was für ein Schuss. Nein, sorry, das war Spaß. Silvio, also ich grüße dich hiermit. Kommen wir zurück zu der Geschichte mit Hamburger Youngster, was ich nicht verstehen konnte so wirklich. Die Geschichte war ein bisschen strange für mich. Also es ging darum, dass welche den Kanal verlassen haben. Nicht alle. Also ich kenne den Kanal nicht so richtig. Ich weiß nur, dass da mehrere wohl mitmachen. Ich dachte eigentlich, dass es zwei wären, sind aber wohl mehr. Und es war wohl so, dass der eine, ich kenne seinen Namen nicht, ich sag mal, der etwas dickere. Sorry, wenn ich deinen, ich möchte dich nicht damit beleidigen. Wahrscheinlich sieht er das Video nicht, aber ich möchte den nicht beleidigen. Ich kenne seinen Namen einfach nur nicht. Ich habe mir da nicht das so ganz genau angesehen. Auf jeden Fall, der etwas dickere meinte, ja, der Dingsbums oder die Dings, verlassen jetzt den Kanal. Aus dem Grund, so, jetzt muss ich das versuchen, also ich hoffe, ich habe das richtig verstanden. Aus dem Grund, dass er das Geld, was sie verdienen mit dem Kanal, was ich so auf 500 bis 1000 Euro schätzen dürfte pro Monat, was ich einfach so rein spekulativ in meinen Raum werfe, ich weiß nicht, wie viel man bei TGN kriegt. Ich glaube, die sind TGN, Broadband TV, glaube ich, sind die. Also da kann es natürlich sein, dass es nicht ganz so hoch ist. Sollten sie vielleicht ein besseres Netzwerk suchen. Auf jeden Fall haben die den Kanal verlassen, weil er nicht das Geld mit ihnen teilen kann. Also schon mal eine komische Sache. Erstmal, er kann das Geld nicht mit ihnen teilen, weil also sie möchten gerne was abhaben von dem Geld, was sie sich durch die Videos eben da verdient haben, würde ich mal sagen. Aber kann er nicht, weil er das Geld eben braucht. Okay, das ist eine interessante Sache. Also er braucht das Geld, kann ich verstehen. Krass geschossen. Malbronk, keine Ahnung, wie der heißt. Kann ich nachvollziehen, er braucht das Geld. Und die Leute sagen sich, also bei aller Freundschaft, bei Freundschaft bei Geld hört Freundschaft auf. Also sind wohl noch befreundet, also ganz normale Kumpels und so weiter. Aber sie wollen halt nicht mehr das Ganze umsonst wohl machen. Also nicht, dass sie da fest angestellt sein müssten oder so. Aber sie wollen gerne was auch von dem Kuchen abhaben, sozusagen. Was ich durchaus verstehen könnte. Ach, shit. Und deswegen verlassen sie jetzt den Kanal. Das ist eine Sache, okay. Kann man so kommunizieren mit seinen Abonnenten, finde ich schon am Rand. Muss das den Abonnenten so mitgeteilt werden, dass es um das Geld geht, ist das so wichtig, dass man das so mitteilt. Also, wir können jetzt keine Videos zusammen mehr machen, weil ich das Geld für mich behalten möchte. Klingt, also wenn man das so ausdrückt, fies.
ist aber aus seiner Perspektive wichtig. Wichtig aus dem Sinn, und das ist der nächste Punkt, was ich komisch finde, oder nicht komisch, sondern nicht schön finde, dass so etwas kommuniziert wird. Oh! El Shaarawy! Hammerschuss! Oh, ich hab die ganze Zeit da gedrückt und dachte, bam! Okay, kommen wir wieder zurück zum Thema. Der Punkt war, seine Mutter ist krebskrank. Okay, das ist schon mal schlecht. Das tut mir wirklich leid für ihn. Das heißt, sie kann wohl auch nicht arbeiten, vermutlich. Na gut. Seine Schwester lebt auch noch wohl zu Hause, verdient aber kein Geld. Und das Geld, was er einnimmt, muss er natürlich für seine Eltern. Ah, shit, ich konnte nicht ausweichen. Ich habe das probiert. Er muss das für seine Familie verdienen. Verständlich. Aber halt so diese Sache zu kommunizieren mit den Leuten, finde ich sehr mutig, sehr offen. Weiß nicht, ob so etwas in die Öffentlichkeit gehört. Also ich persönlich würde so etwas nicht kommunizieren, denke ich mal. Dass es jetzt aus dem Grund ist, sondern ich würde sagen, es geht um private Gründe. Und also seine Schwester ist arbeitssuchend, seine Mutter ist krebskrank und es sieht wohl so aus, dass er dann deswegen das ganze Geld alleine braucht. Weil er gerne, jetzt kommt das Beste eigentlich an der ganzen Sache, YouTube beruflich machen möchte. Er kann davon aber eigentlich nicht leben. Und deswegen steigen die anderen, also er kann davon alleine nicht leben, weil er eben, er kann davon nicht leben, wenn die anderen davon abhaben würden. Oh fuck, kann er den nicht passen, shit. Wenn die anderen davon was abhaben würden, könnte er davon nicht leben. Weil er es eben beruflich machen möchte. Das heißt, er muss das alleine machen. Hat sich also was mit denen aufgebaut zusammen und macht das jetzt alleine. Finde ich persönlich irgendwie, also egal welche Situation er halt da ist, ich finde das irgendwie komisch. Also, oder ich möchte nicht frech oder sowas sagen oder fies oder was auch immer, weil er hat ja natürlich schwierige Probleme mit seiner Familie, persönliche Probleme mit seiner Familie eben. Und ist absolut verständlich, dass er da für seine Familie sorgen muss und will. Aber dass er das so macht, finde ich komisch. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Die ganze Zeit schon gespielt und nicht gewechselt. Ach du heiliger Bimbam. Weil ich die ganze Zeit am Quatschen bin. Also, dass er nicht irgendwie eine Ausbildung macht oder sowas, sondern sein Ziel ist es, ich werde YouTube-Star. Und, natürlich sagt er nicht YouTube-Star, sondern er möchte das beruflich machen, YouTube. Und das finde ich schon krass. Irgendwie. Also er braucht Geld. Will aber sein Hobby eigentlich, wovon er nicht leben kann, nicht aufgeben. Sagt aber, er muss für seine Familie arbeiten. Und macht das eben auf Kosten seiner Freunde, die jetzt dann nicht mehr mitmachen wollen, weil er das Geld für sich behalten möchte. Was wohl vorher kein Problem für die war, jetzt aber doch, weil sie eben was abhaben wollen. Also schwierige Geschichte, finde ich ziemlich kompliziert und auch komisch. Also wenn er für seine Familie sorgen will und möchte, würde ich empfehlen, mach eine Ausbildung oder such dir einen richtigen Job, mit dem du halt genügend Geld verdienen kannst. Weil, komm, also, was haben die an Aufrufen? 700.000 oder 1 Million um und bei im Monat? Davon kann man nicht leben. Davon kann man nicht leben. Das sind, je nachdem, wo du eben gepartnert bist, also bei TGN würde ich sagen, sind das, ja, 1.000 vielleicht, 600 bis 1.000 Euro, davon kann man halt allein leben, aber nicht, wenn du zu Hause Miete zahlst,
und dann davon essen und so weiter. Also die Mutter wird ja auch irgendwie wahrscheinlich was kriegen, weil sie ja krank ist. Irgendwie, keine Ahnung, Krankengeld, keine Ahnung, was man da kriegt. Aber dann würde ich doch sagen, mach eine Ausbildung. Auch wenn man am Anfang dann noch nicht so viel verdient, du hast doch dann eher die Chance, was Richtiges zu verdienen, als irgendwie. Also es ist ja auch blöd für die Abonnenten, also man mag das gar nicht sagen, dass das blöd für die Abonnenten ist, weil es geht ja um was Wichtigeres, nämlich seine Familie. Und in dem Moment ist es doch irgendwie komisch, YouTube vor Freunde und vor die Familie scheinbar. Also ich kann das gar nicht wirklich ausdrücken. Ich finde das einfach befremdend irgendwie oder ich kann es nicht verstehen. Ich komme da nicht so rein. Vielleicht könnt ihr das irgendwie aufklären. Also vielleicht habe ich es auch falsch verstanden. Aber für mich ist es so, ich möchte nicht einen normalen Job haben, weil ich vermutlich keine Ausbildung gemacht habe bisher, weil ich noch sehr jung bin. Ich möchte YouTube weitermachen, kann ich auch verstehen. Könnte aber nur alleine davon leben. Das heißt, meine Kumpels machen entweder umsonst mit oder ich mache den Quatsch hier alleine. Das finde ich irgendwie komisch, weiß ich nicht. Bei allem Verständnis für seine Situation, für seine Familie, kann ich das nicht verstehen. Wie man sowas auch mit den Abonnenten kommuniziert, zum Beispiel. Ja, also ihr könnt das gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ich muss erstmal hier die Formation ändern, nämlich auf mehr Mittelfeld, und zwar ein Sturm. Jo, machen wir das mal so. Ihr könnt es gerne einfach mal in die Kommentare schreiben. Also, ich finde es einfach interessant und komisch. Defensives Mittelfeld, behindert oder was? Livermore. Sandro, ja. Garrett Bale. Oh, also, ich wechsle erstmal hier alles aus. Ihr könnt auf jeden Fall das in die Kommentare mal schreiben, was ihr dazu meint. Und zum guter Letzt, vielleicht hörst du noch zu, Mr. Tierdog 123, hiermit grüße ich dich auch nochmal. Du hast mir ja auch noch ein paar Tipps gegeben, genau wie Superbro und der Silvio Siegmeier. Ich habe noch mehr auf meiner Liste, auch den Mr. Slimebild, der mich ja jetzt deabonniert hat. Vielen Dank auch für eure Kommentare. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich guck mal, was ich hier mit meiner toten Mannschaft mache. Habe leider zu viel gequatscht. Ich bin auf eure Kommentare gespannt, was ihr dazu meint. Vielleicht könnt ihr es mir erklären. Vielleicht verstehe ich das auch einfach nur falsch. Ich finde es komisch, einfach das so mit seinen Abonnenten zu kommunizieren und die Art und Weise, beziehungsweise die Situation an sich, wie er an die Sache rangeht. Ich kenne den Kanal vielleicht nicht so gut und verstehe das falsch. Klebt mich doch einfach mal auf, schreibt es in die Kommentare, was ihr dazu meint. Wir sehen uns also dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüssikowski.